So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber und wir sind immer noch auf derselben Route, auf der ich Vigi rausgelassen habe. Was ist hier? Eine Minzbeere, okay. Wir sind hier auf jeden Fall auf der Miltank Farm und haben wir eigentlich noch... Ja, wir haben noch drei Beeren. Die würde ich dann hier ganz gern mal an den Miltank hier verfüttern. Tappen. Okay. Muss ich denn noch irgendjemanden ansprechen, wenn ich da noch das machen will? Moment. Ich rede einfach mal mit dem Besitzer. Bei Miltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde. Glaube ich zumindest. Tja. Kann ich dich jetzt füttern? Ja, jetzt kann ich's füttern. Kann ich zumindest mal die drei Beeren geben, die wir schon haben? Es ist etwas gesünder geworden. Das hört sich doch schon mal gut an. Hier unten irgendwo bei den Mülltanks ist ein Nugget versteckt. Ja, hier. Es war jetzt Zufall. Ich wusste nämlich nicht mehr genau, wo das war. Ich habe es nur auf Anhieb jetzt gefunden. Hier haben wir schon gekämpft. Wie sieht eigentlich das Team aus? Rückkehr ist ein bisschen trainiert worden. Und wie Senior braucht ein bisschen Training, wenn ich das richtig sehe. Ja. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Hier waren wir anscheinend schon überall. Die ganze Route hat er aufgeräumt. Na dann schauen wir mal nach Olivana City. Hier war er ja anscheinend auch schon, weil sonst wäre mir jetzt mein Rival entgegengekommen. Naja. Gehen wir mal Pokémon heilen. Jetzt möchte ich mal kurz hier reinschauen. Ha, deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bringe ihnen Stärke bei. Benötige den Orden von Lucatia City, um sie außerhalb von Kämpfen einsetzen zu können. Warum auch immer er das dazu sagt, weil es ist ohne Cheats nicht mal möglich, hierher zu kommen, ohne dass man den dritten Orden hat. So. Stärke. Dafür gibt es auch mehrere Kandidaten, die man das beibringen könnte. Ich bringe jetzt einmal mal ein paar Pokémon von uns bei, weil ich will die einfach brauchen können. Wie Senior zum einen, weil Stärke ist eine recht starke Attacke und da kann man die Kopfnuss dafür wegmachen. Den Ruckzucki will ich noch behalten. Dann würde ich es gerne noch ein paar Leuten beibringen. Wobei, bei Spike bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich belasse es bei ihm mal. Wir bringen es dann irgendjemandem noch bei, wenn es soweit ist. So, ich würde als nächstes dann mal den Leuchtturm machen. Mal schauen, vielleicht hat er ja hier dann auch schon angefangen. Einfach mal reinschauen. Typ da oben kämpft eh nicht. So. Okay. Den haben wir anscheinend schon, den hier auch schon. Tja. Das ist immer die Sache. Er hat mich irgendwo rausgelassen und ich weiß jetzt nicht, wo ich genau weitermachen muss. Aber mal schauen. Vorsichtshalber einfach mal ganz nach oben schauen. Hier waren wir auch schon. Hier auch schon. Der war anscheinend wirklich schon ganz oben, wenn ich das so richtig sehe.
Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen, bitte. Ja, er war schon definitiv hier oben. Moment mal. Hat er dann auch das Item noch mitgenommen? Ja, hat er. Na dann, gibt's für mich ja nur noch eine Sache zu tun. Auf nach Anemonia City. Nachdem hier alles erledigt ist. Ups, das war jetzt unbeabsichtigt. Bin ich versehentlich auf die Leertaste gerade gekommen. Die Super Lightning Speed Leertaste. So. Hier haben wir noch Trainer, okay. Aufwärmen vom Schwimmen, ach, wird überbewertet. Kämpfe einfach. Schwimmer Grigori mit einem Tentacher. Ja, das kann unser Visenio doch locker erledigen. Visenio ist mittlerweile so ein kleines VM-Opfer irgendwie. Aber gut, dafür, dass er ein VM-Opfer ist, kann er noch ganz schön hart reinhauen. Vor allem, weil Stärke ja jetzt nicht unbedingt so eine schwache Attacke ist. Vor allem, weil Tentacher keine physische Verteidigung hat. Und da haben wir den Schwimmer Grigori auch besiegt. Natürlich wilde Pokémon, weil Wasserrouten allein sind ja nicht nervig genug. Ich will keinen Tentacher fangen. Ich habe keine Schwimmreifen. Ich halte mich an meinem Wasser-Pokémon fest. Ja gut, dann hauen wir das Wasser-Pokémon jetzt eben K.O. Dann musst du selber weiter schwimmen. Wobei ich dasselbe Problem habe, wenn mir mein Wieso eigentlich K.O. geht. Ein Stern-Duo. Ein schönes Pokémon. Aber Schönheit allein ist eben nicht alles. Ein Muschas. Ja, lass mal einfach mal. Das Viech hat zwar eine ziemlich harte Verteidigung, aber... ich bin am Überlegen. Ist Surfer da eventuell effektiver? Probiere ich gleich mal aus. Je nachdem, wie viel es abzieht. Ein Aurora-Strahl. Allzu viel wird der jetzt nicht machen. Dachte ich mir. Als Surfer dürfte einem Muschas ungefähr doppelt so viel abziehen eigentlich. Einfach weil Muschas Spezialverteidigung mal einfach so bodenlos ist, dass es scheißegal ist, dass der nicht effektiv ist und keinen Step hat. Es ist einfach so. Oh, ich fühle mich so schwindelig. So. Da haben wir noch einen Trainer. Nehmen wir alle mit. Ein junger Kerl wie du sollte schwimmen. Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Doch, Surfer kann hier eingesetzt werden. Siehst du doch, ich surfe hier. Der Schwimmer Milos. Die hier wieder für tolle Namen haben. Ja, kommen wir wieder mit dem Aurora-Strahl. Komm, da reicht ein Zerschneider. Ein Schiller. Ja, okay, das können wir auch noch verhauen. Shellock ist cool. Ich mag Shellock ja eigentlich lieber als Turtok. Turtok ist zwar wesentlich stärker und alles, aber Shellock hat einfach für mich noch ein bisschen mehr Style. Also jetzt rein designtechnisch her. Gibt doch ordentlich Erfahrungspunkte hier wieder.
Ein Mushas. So, jetzt möchte ich mal genau sehen, wie viel der Surfer hier auf so einem Mushas macht. Auf zwei Hits muss ich es ja sowieso umhauen. Ich würde nur interessieren, ob Surfer mehr macht als die Stärke, aber nein, okay. Es macht trotzdem genug. Auch wenn es nicht effektiv ist. Mushas Spezialverteidigung sackt einfach. Oh, ich habe verloren. Ja, das ist ja schön aufgefallen. Ja, da sind wir ja schon bei den Strudelinseln hier unten. Ich bin etwas müde, wenn ich gewinne, leisten mir dann ein Pokémon. Schauen wir mal, ob wir die Strudelinseln komplett machen können. Ansonsten könnte ich jetzt einfach mal ganz, ganz fies sein und jetzt einfach mal direkt nach Anemonia City schwimmen und mir einfach den Orden holen. Auch wenn der jetzt kein großes Zuckerschlecken wird, weil ich zwei Normal-Pokémon im Team habe. So, wir sehen jetzt Level 25. Oh Gott, der hat 6 Pokémon und wahrscheinlich sind alles davon Zeltachas. Darf ich mal mit Esther mal wieder rangehen hier? Der Kleine braucht ja schließlich auch noch Training. Will er schließlich irgendwann mal ein schönes Psyana werden? Und dafür braucht er einen Haufen Zuneigung. Soll er auch haben. Ein Stern, du. Schade, dass das noch kein Starmie ist. Sonst könnte ich es jetzt mit Spukball sehr effektiv treffen. Level 26 ist es trotzdem jetzt für Esther und dann gibt es ja nur noch einen, der noch nicht Level 26 ist und das ist Scarabou. Hornattacke kann man hier weitermachen. Sonnenkling ist hier schließlich nicht effektiv. Und ein Remoraid. Oh, hat er ja doch noch was anderes. Das Pokémon mit der seltsamsten Entwicklung meiner Meinung nach. Es ist ein Fisch, der sich in einen Oktopus entwickelt. Ja, da Japster. Wilde Pokémon, ich hasse euch. Aber sie sind hier teilweise ganz schön stark. So, schauen wir mal, ob ich jetzt an den Rest der Trainer hier vorbeikomme, weil dann hole ich mir jetzt einfach den 5. Orden. Der scheint sehr gut zu laufen, nur die wilden Pokémon stören hier noch ein bisschen. Für die Arena brauche ich dann vielleicht 10 Minuten oder so, aber die brauche ich dann vielleicht schon noch. Also bitte Anemonia City, komm. Ah, da ist es ja. Festland. Und erstmal schön eine Runde ins Pokémon Center. Moment, das ist da hinten. So. Und ohne weitere Verzögerung einfach in die Arena rein.
habe ich vorne. Scarabu sollte nach vorne. Mit dem sollte das nämlich am einfachsten gehen, da der eine Kampfresistenz hat. Die Trainer hier sind trotzdem relativ hart. Soweit ich das in Erinnerung habe. Schwarzgold Xaver mit einem Kikli. Na gut. Hornattacke. Sollte trotzdem relativ viel abziehen. Ja. Da kommt er mit seiner Signature-Attacke. Sprungkick. Der ist zum Glück nicht effektiv. Und da reicht er auch Level 26. Das ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Na, wer kennt das? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Schwarzgott Chef. Mit einem Nocturne. Na, mal schauen. Den werde ich wahrscheinlich nicht gleich auf zwei Schläge umboxen können. Nocturne ist schließlich ein gutes Stück defensiver. Sieht, der sollte nicht wirklich viel Schaden machen, nachdem Nocturne so einen minimalen Spezialangriff hat. Ein Spezialangriff, der dem sagenumwobenen Angriffswert eines Ledian gleichkommt. Mit gerade mal 35. Schockierend. Indeed. So, den können wir hier denn noch nach vorne schicken. Wie Senior will ich ungern nach vorne schicken, aber Spike kann da noch was machen, weil Spike hat so gute Verteidigungswerte, da macht es ihm nichts aus, wenn der von irgendeiner Kampfattacke aufs Maul kriegt. Worte sind nutzlos, lass deine Fäuste sprechen. Schwarzgurt Peter. Ein Macholo. Machen wir doch einen Schlitzer. Der crittet mich hier mit dem Karateschlag. Macht trotzdem nicht viel Schaden. Ein Mashup kommt noch. Da schaufen wir uns mal ein. Steinhagel. Okay. Warum auch immer du eine nicht effektive Attacke gegen mich einsetzen willst. Volltreffer. Sehr schön, mein Spike. Der wird nicht viel abzielen. Das sage ich dir gleich. Nicht bei dem Verteidigungswert und nicht bei einer Resistenz gegen die Attacke. Also dann. Aufschlitzen und fertig. Level 27. Da sagt er schon gar nichts mehr. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Spike darf den nächsten auch gleich noch machen. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Ja, schauen wir mal, ob das so ist. Schwarzgott Tim mit einem Mankey. Okay. Das geht auch mit einem Schlitzer. Macht ja auch immer so schön Volltreffer. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Mankey und dann noch ein Rasaf. Und wieder ein Haufen Erfahrungspunkte. Habe ich gegen einen Rasaf eigentlich irgendwas, was richtig stark ist? Nicht wirklich, nee. Bleibe ich einfach drin. Oh, ein Rasaf ist jetzt schneller als Spike. Gut, das war abzusehen. Nachdem Spike jetzt nicht unbedingt der schnellste in unserem Team ist, da kommt er mit Raserei. Warum er auch immer so eine schwache Attacke kann. Volltreffer. Der war zwar jetzt minimal unnecessary, aber gut.
wurde zerschmettert. Ja, das wurdest du. So, haben wir denn noch ein paar Supertränke? Ja. Da hätte ich nämlich gern einen für Spike. Und warte, da kann man noch einen Trank, oder? Und da geben wir gleich noch einen aus. So. Der hat einen Rasaf und ein Quappo. Gegen das Rasaf schicke ich mal Scaramborn nach vorne. Gegen das Quappo habe ich dann Rückkehr. Wahahaha, du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Mein Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Ja, jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Es hat dir nichts mit Pokémon zu tun? Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Leiter Hartwig möchte kämpfen und er schickt einen Rasaf in den Kampf. So. Da wollen wir doch mal loslegen. Und das machen wir mit einer Hornattacke. Das ist schöne Einleitung in diesen Kampf. Der haut erstmal mit Silberblick daneben. Gut, kann mir recht sein. Und da war der Zufallswert mal wieder schön auf meiner Seite. Und Quappo, ja, da möchte ich wechseln. Das ist was für Rückkehr. Das Viech ist Level 30. Okay. Wenn's so ist. Okay, ich hoffe, ich meine, dass ich keinen Hyperheiler habe, aber ich glaube. Oh, dafür hat er den Willenslaser verwendet. Okay. Haben wir denn Aufwecker oder sowas? Hier haben wir eine Minzbeere. Okay. Anscheinend hat Winslese keine Wirkung auf Statusattacken hier. Interessant. Ja gut, dann wollen wir ihn doch langsam mal ein bisschen kaputt hauen. Ja. Immer diese dämliche Hypnose. Weißt du was? Du nervst. Wobei. Lassen wir es ihn noch fertig machen. Scaramborn sollte ja wenigstens ein bisschen schneller sein. Und ein Volltreffer. Es ist so ein richtiger Volltreffer-Part hier. Scaramborn versucht Konter zu erlernen. Ja, bringen wir ihm mal bei. Silberblick weg. Und Rückkehr erreicht Level 27. Entwickelt sich ja auch bald nochmal. Oh, ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist des Faustordens würdig. Und 3000 Pokédollar, sehr schön. So, durch den Fastorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. TM1, der Wuchtschlag. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirre den Gegner. Oh ja, das tut er, das tut er. So, und weil ich ja sowieso schon am Überziehen bin, hier, das können wir auch noch machen. Du hast extra das Meer überquert, um hierher zu kommen, das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden der Arena von Anemonia City. Dann sollte diese VM gehören. VM2 Fliegen.
Bring dein Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so, er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Das kommt von seiner Frau. Moment. So. War das hier? Nö. Irgendwo hier muss ich noch hin. Das ist der Typ mit dem Patrot. Ach, hier unten war das. Genau. Genau, dich suche ich. Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut. Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. So. Und an dieser Stelle, lass ich Fliege raus. So. Ich sag dann mal viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.